Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn. Ja, das mit dem Aufnehmen am Anfang, also mit dem Hotkey geht auf keiner Taste, also es ist scheinbar ein Bug momentan bei OBS. Und ja, ich dachte irgendwie an ein Wechsel zu einem anderen Aufnahmeprogramm, aber leider, ja, sind alle Aufnahmeprogramme nicht geeignet. Ja, irgendwann werde ich natürlich schon da mal etwas machen dagegen. So, was wir jetzt machen, ist nämlich auf normal weiterspielen, weil die Gegner einfach zu zäh sind und im Nahkampf einfach zu viel Schaden machen. Müssen wir warten, bis wir da wieder hochstellen können, bis die ersten Items haben. Sonst brauchen wir halt einfach ein paar Items für den Beginn. Die sind zwar ab Level 12 oder so verfügbar. Eher später. Ja, schade, dass es keine Level 1 Units gibt. Das ist nicht epische oder so heißt sie. Das sind die epischen, die lilanen. Einfach die blauen Items. Die sind erst ab Level, ja, 12 meistens. Also, eher so ab Level 20. Ja, mein Headset habe ich auch wieder fixen können ein bisschen. Also, richtig ankleben. Alte Klebstreifen hat einfach nichts gebracht. Der hatte nicht geklebt am Plastik. Plastik ist halt immer schlecht. Ich bin überhaupt kein Plastikfan. Ich könnte alles aus irgendwie Stahl oder so gebrauchen, aber nicht aus Plastik. So noch alle Headsets und so Mäuse aus Plastik sein müssen. Anstelle von irgendwas Bequemen. Also jetzt was, was nicht so plastikartig ist, sondern eher stabil und leicht. Vom glatt ist oder so, also gar nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, was es für Plastikersätze gibt, aber eigentlich was Pflanzliches zum Essen. Nein, Scherz. Also ich werde jetzt eher so ein bisschen durchrushen durch diesen Dungeon. Müssen aber hier noch nochmal ab Schaden zuerst. Ja, schießt du mich ab. Das kratzt mich jetzt gerade nicht. Ich bin ja im normalen Schwierigkeitsgrad. Sonst hätte man irgendwo da oben Veteran stehen und das ist einfach zu schwer geworden jetzt seit dem neuesten Patch. Ich bin sonst immer recht gut durch Veteran gekommen. Bis auf Level 30 und dann wird es manchmal schon ein bisschen schwieriger wieder. Ja, das Spiel hat so ein komisches, vermurkstes Balancing leider. Aber das macht es ja nicht zu einem schlechten Spiel, aber es ist halt einfach nervig. Nach einiger Zeit habe ich manchmal keine Lust mehr gegen starke Gegner zu kämpfen, weil ja, sie brauchen dann immer so mega Einsatz oder Heiltränke und alles. Und dann habe ich weniger Bock auf ein Spiel. Bei mir muss das Spiel halt relativ ausbalanciert in der Mitte sein bei normal. Zu leichte Spiele habe ich auch nicht gern. Also wenn jeder Gegner umklatscht wegen einem AOE, dann ist es mir zu leicht. Dann habe ich auch keinen Spaß mehr. Habe ich zum Beispiel bei Diablo 2 Snaymod gesehen. Ja, noch ein bisschen Amazone zocken, habe ich keinen Bock mehr gehabt auf Amazone. Also ich habe schon recht viel gespielt, die Amazone, aber jetzt habe ich lieber Bock auf Barbar mit dem Wirbelwind. Da wird man nach dem Nahkampf noch getroffen und so. Und erwischt nicht jeden Gegner. Und hier bei Regen, bei. Sag ich schon in der Rechnung. Bei Grimdawn, da ist es so, dass ich doch ganz viel lieber Nahkampf spiele als Fernkampf. Fernkampf ist meistens langweilig, weil die Gegner auch ein bisschen zu viel Leben haben manchmal für den Fernkampf. Eben diese blöde Hidden Runs habe ich nicht so gern. Aber das Spiel eben, das ist eigentlich mein Lieblingsspiel. Ah, ich muss das unbedingt ändern. Wieso ist hier auch immer 1, 2, 3, 4, 5 das Ding? Das ist nicht gut. Ich will lieber Q bis P haben. Aber meistens Spiele haben einfach diese 1, 2, 3 Tasten. Und so, das ist für mich nicht so. Das ist halt wegen World of Warcraft so. Ich finde, das ist ein doofes Spiel. Ich bin einer der am genervtesten sein von World of Warcraft. Den es gibt. Es ist einfach kein gutes Spiel. Es
passt einfach nicht zu einer MMORPG, sondern nur auf Geschichte und Dungeons und so. Das ist nicht gut. Ich hab's ja, sicher 2 oder 3 Jahre gespielt, aber bin zu spät reingekommen und fand nie den Anschluss. Wieso kann ich jetzt eigentlich nicht Blitz ansetzen? Ich drücke doch immer die Taste. Okay, zweimal drücken. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen zu laut. Das ist ein leiser Stimme. Ich hoffe, bei euch ist es nicht zu laut. Naja, es hat sich irgendwie wieder geändert. Mein Headset ist halt so kaputt. Also wenn man das Kabel ganz drin hat, dann hat die Lautstärke laut ist, aber meistens ist es nicht ganz drin. Und dann ist es sehr leise. Haha, keine Chance gegen mich. Ja, eben, sie sind im Veteran zu schwer und in leicht zu leicht. Oder in normal zu leicht, ja. Was ist jetzt der Gegner? Noch weiter oben. Der Boss, der Bossi-Boss. Was ist das? Ah, hier. Ja, ich hab genug Salz, wenn wir noch kommen, mach mal das Lager tun. Also, weil es für euch nicht so spannend ist, werde ich halt einfach Items rausnehmen, dass ich nicht allzu stark bin, aber zum Lager einfach die Items nutze. Ja, die Beutel, die muss ich ja dann sowieso nutzen für das Geheimle. Und ja, okay, mal wieder eine gute Rüstung, besser. So, gleich vor dem Gegner. Eins mal reinhauen. Was ich brauche, ist mehr Single-Target-DPS. Boss und so. So tristet ihn auch nicht. Ich finde die neuen Anzeigen oben richtig nice. Ich hatte immer das Problem, dass ich das lesen konnte, war irgendwie so ein bisschen verschwommen. Aber lag wahrscheinlich da auch an V-Sync. Ich habe es, glaube ich, aus. Ich hoffe, ich habe es aus. Es ist an. Okay, dann lasse ich es an. Weil V-Sync natürlich schon ein bisschen gegen die Bildschirmanzeigefehler hilft. Aber manchmal einfach Probleme macht. Und solange es keine Probleme macht, lasse ich es an. Okay. Schade, nichts Besseres. Gleich mal skillen, da haben wir einen Deviation Point noch. Brauche ich nicht. Aber Widerstand ist ja gut. Immer wichtig, die Widerstände höher halten. So, gut, sehr gut. Ja, wir werden Nekromantin machen. Soll ich schon Punkte investieren? Komm. Das geht gar nicht so steil nach oben. Diese Angriffe sind einfach viel zu selten. Aber Leben brauchen wir auch. Deshalb müssen wir das hoch. Was ist jetzt Max? Also, es ist 15 und 10 Punkte. Immer 3. Ja, ich will das jetzt nicht ausrichten. Also, dann haben wir das geschafft. Auf normal ist es eben noch ein bisschen zu leicht. Aber lieber jetzt noch vorwärts zu kommen und dann später schwer haben. Kann ich hier Blitz einsetzen gegen Gegner? Das muss ein bisschen schneller werden. Und wir haben einen Beutel bekommen. Das legen wir alles mal hier rüber. Ja. Ich will einsetzen, Blitz. Ich will doch schneller vorwärts kommen. Ah, ich glaube, wir müssen da in dieses neue Add-on-Gebiet gehen. Ja, dieses Wüsten-Add-on. Also, es ist ja nicht mehr neu, so ein Jahr alt oder so. Und dort dann einen dieser Bewegungsgeschwindigkeit-Teile machen.
dann, ja, platzieren wir das. Gleich mal in Sonderlage. Ja, Items sind ja nicht so wichtig. Habe ich jetzt das hingetan? Hier rein musst du. So, dann schauen wir mal. Kann ich jetzt sortieren? Ah, ja. Dann schauen wir mal, ob wir schon ein Item bald tragen können. Nehmen wir mal die Schuhe. Und ja, sonst ist nichts ohne X. Ja, unbedingt den Gürtel. Sonst machen wir da irgendwie zu wenig Schaden. Und stellen eigentlich bald wieder Veteran, hä? Wir machen jetzt so weit, bis die ersten Unix droppen. Und dann machen wir, also machen wir jetzt schon einen Veteran. Ja gut. Es ist ja sowieso jetzt gerade heute ein bisschen zu leicht geworden. Und mit den Items wäre auch zäh. Das wird schon gehen, auf Veteran jetzt wieder. Okay. Gleich mal Veteran. Crossible machen wir dann ungefähr auf Level 50 mal das erste Mal. Ja, so Level 3, ja. Wenn wir mit Level 30 dann Probleme haben, machen wir Crossable. Da werden wir dann, ja, in eine Arena geschickt und können dort, ja, Items farmen und so weiter. Ist recht nett, das ist, ich empfehle es auch, ist natürlich aber auch noch ein bisschen im Weg für manche Menschen, also für mich war es längere Zeit im Weg, war ein bisschen langweilig. Oh, das ist ein schöner Angriff. Der macht Aue ringsum, ich dachte, das wäre so ein Halbkreis, also so ein Kegel. Hey, hallo, guten Tag. Da. Und Kopf. Der Kopf einfach mal wieder zurückgeschleudert. Ihr habt ja sowieso keine Chance. Ach, ich liebe den Angriff. Wieso setzen den so wenig ein? Also einfach diese Passiven. Sie sind einfach zu schwach. Na, hier die Höhle. Das machen wir jetzt mal kurz in die Höhle. Wir haben das letzte Mal nicht geschafft. Hallo. Seid ihr nicht aggressiv? Das letzte Mal kamen so viele Gegner und jetzt nicht. Ja, jetzt kommen sie so langsam. Ja, der macht aber wenig Schaden, der halt der Klinge. Und sieht eher nach Blade Master aus. Aua. Noch ein Schaden, ey. Ja, manche Gebiete sind einfach zu schwer geworden. Ja, der macht natürlich sehr viel Schaden. Komm mal hier hin, damit ich keinen Schaden bekomme. Komm jetzt, ja. Ja, der ist zu stark. Der wird uns echt Schaden zufügen. Such mal kurz noch die Kiste und dann gehen wir raus. Boah, der macht so viel Schaden mit Gift. Ist ja unglaublich. Lass mich doch mal das Gift, ey. Ständig frisst es mir alles Leben. Okay, schade. Im Dungeon gibt es es nicht. Aber die sind viel zu zäh, viel zu stark. Das ist kein Balancing mehr. Das war vor dem Patch viel besser. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den besiegen konnte, locker. Vom Fernkampf. Ist keiner? Okay. Hm. Ich habe noch den Kasten mitgenommen. Prima. So,
Ja, den können wir mal noch versuchen. Den haben wir das letzte Mal auch schon geschafft. Ja, aber es stört mich da ein bisschen, im Gift zu sein müssen. Ja, so ist gut, aber nein, nicht kotzen. Ich habe nicht gerne Kotze. Lieber weg da. Oh, der macht auch viel Schaden. Ich weiß nicht, was das für ein Kringel ist. Einfach viel zu viel Sonderschaden, Reutschaden, ne, nicht Reutschaden hier im Game. Ja, ich muss halt auch heute ein bisschen ins Game kommen. Ever, genau. Nicht Void, Ever. Void ist bei Last Epoch. Aber sie müssen natürlich immer anders heißen. Es gibt nämlich kein, ja, Action-Rollenspiel mehr, wo nicht andere Bezeichnungen hat und so. Da kann man natürlich, wenn man das Spiel wieder wechselt, nicht so draus, oder? Ich habe lieber ein ganz normales, wie zum Beispiel Diablo 2, ein ganz normales Hack and Slay. Aber meistens müssen sie halt mega viele andere Sachen einbauen. Und niemand, kein Entwickler schaut nochmal auf Modding oder so, eher auf Online. Das ist bei Path of Exile das größte Problem, dass es nur online ist. Aber dafür ist ja Grimm dann da. Und ja, ich kann sicher dann bald mal die Mods nutzen. Aber wenn jetzt eine neue Version ist, dann gibt es die Mods immer lange nicht für die Version. Kann ich natürlich nicht zeigen. Ja, wir müssen links herum. Hä? Hier ist die Überschwemmung. Ja, und die Quests mache ich jetzt hier auch noch nicht. Wenn wir dann mal ein bisschen durchrushen können, können wir die Quests nachholen. Aber hier ist doch noch nicht Schatztruhe. Die können wir noch nehmen. Genau, hier. Ja, okay. Es ist nicht immer viel hier. Glaube ich, beim ersten Mal sind wir das hier und sonst nicht mehr. Macht das Farming halt auch immer schwieriger. Die Entwickler haben einfach so manche Sachen ein bisschen doof gemacht, dass man nicht belohnt wird, wenn man wieder zurückgeht in alte Gebiete. Finde ich nicht so toll. Ständig neue Charakter zu beginnen, wenn man die Gebiete nochmal farmen muss. Nee, kein Bock. Ja, Grim Dawn ist schon ein gutes Spiel. Aber momentan sind eher die Kritikpunkte ein bisschen vorne. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen das Spiel kritisiere. Ey. Aber ja, ihr kennt es ja meistens von den Spielen, was ich jetzt eigentlich positiv zu sagen habe. Das ist jetzt nicht besonders. Ja, eben die Gebiete sind richtig spannend. Bisschen schwierig, den Weg zu finden, weil es immer wieder anders ist. Wenn man wieder Blockaden hat im Weg und so. Das ist ziemlich gut, weil ich möchte eigentlich nicht rushen. Ich möchte das Spiel genießen. Aber ja, man muss auch ein bisschen vorwärts kommen, weil das Spiel ist dann noch nicht ganz so interessant wie auf Level 60 oder plus. Deshalb müssen wir noch ein bisschen vorwärts kommen. Ich möchte ja lieber den schwierigen Content zeigen als der leichte. Ja, und ich möchte natürlich auch dranbleiben können, weil jetzt ist mir noch ein bisschen zu langweilig, um ständig Folgen zu bringen. Ich komme eigentlich kaum dazu, Folgen aufzunehmen von diesem Spiel, weil es doch schon ein bisschen mehr mich anstrengt. Ja, ich hätte jetzt skin sollen vor dem Event hier. Aber wir schaffen es locker. Life Leech geht leider noch nicht so gut. Lebenskraftschaden ist noch zu wenig. Ja, ich muss unbedingt auf Necromancer skillen. Weil beim Soldaten, ja, habe ich kein Life Leech, oder? Boah, wie viel kann man hier? Manchmal mache ich schon viel Schaden, aber das ist halt wegen dem Zweihand
Ja, sieht aus wie ein Zahnrad irgendwie. Es passt irgendwie nicht zu Grimdan. Okay, es hat ja auch Schusswaffen, aber ist mir ein bisschen zu Steampunk-mäßig. Aber manche Waffen sind mega gut aus in diesem Spiel. Müssen wir unbedingt dann mal transmogrifizieren. Wohin muss ich? Ich glaube hier hin. Ja, Map geht nicht. System. Ah, das habe ich ja umgeändert. Hier habe ich. Nein, das ist, haben wir auch noch nicht gemacht. Also, was brauchen wir? Wir machen jetzt einen Safetran-Status und zwei auf diesen Sensenschlag. Ah, es geht nur noch zwei hoch. Ist mir ein bisschen zu wenig Proc. Aber wir haben noch 6 Punkte. So, dann ist auch schon eigentlich jeden vierten oder dritten Schlag einsetzbar sein. Ja, wir brauchen mehr Angriffsgeschwindigkeit, das ist richtig. Ja, Lebenskraft für Falschan ist, glaube ich, kein Life Leech. Es ist Dot und das tut uns nicht Leben hinzu. Hierhin können wir gehen. Aber Aid für Schaden machen wir ja auch nicht. Aber Leben ist schon wichtig. Ah, hier ist es. Mit dem Lebenskraftwiderstand minus 6% von diesem Gegner. Okay. Prima. Ja. Ah ja, genau. Deviation-Punkt haben wir vergessen, das war zu machen. Wir haben ja noch einen Punkt. So. Also Bett wird eigentlich immer empfohlen für anfängliche Nahkämpfer. Und wird dann rausgenommen. Ja, die Fledermaus. Got something you need stashed? Okay. Gut zu wissen. Nicht hier. Ach, nervig. Hier. So. Ja, leider können wir noch nichts tragen. Ich muss mich irgendwie noch verstärken können. Ja. Mal zum Händler noch trotten. Ja gut, müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Ich bin natürlich eher ein schnellerer Spieler, der ins Endgame kommen möchte. Und deshalb rushe ich eigentlich ständig. Blutung brauchen wir nicht, Bestien. Nicht genug Eisen. Na gut. Schade. Okay. Ja, dann laufen wir mal ringsum hier. Zum Gegner hier. Die Quest hier links mache ich nicht. Das ist nur ein Händler mit ein paar Ding holen. Amulette, glaube ich, holen. Ist ein bisschen langweilig. Wobei, können sie ja schon mal sammeln gehen. Ich glaube, hier irgendwo ist ein Deviation-Schrein in einer Höhle. Aber wir machen zuerst das hier. Ja, die Gegner machen viel Schaden. Ich muss unbedingt den töten. Da. Ja, was soll man machen gegen schwere Gegner? Das ist das Problem. Die Gegner, die Bosse sind zu schwer geworden am Anfang. Bis man so gute Items hat, dann werden sie natürlich auch wieder leichter, hoffentlich.
Die sind jetzt momentan ein bisschen zu schwer, fällt da. Ich einfach keinen Schaden mache. Kaum runter geht. Das ist cool, dass man auch die Lebensanzeige hat bei dem Gegner. Ja, da müssen sie unbedingt etwas am Balancing machen. Das ist nicht so gut. Da stehen die ganze Zeit immer wieder Probleme hat. Bosse. Ich werde nachher mal noch kurz schauen, was sie im Forum geschrieben haben über das Balancing. Die Spieler. Oh, Meuterei. Ah, ist ein Hand. Schade, ich wollte eigentlich eine Zweihandwaffe haben. Der Stab hier ist echt schwach. Ich einfach die Tür durchschlagen kann. Einfach durchbohren oder durchschlagen kann. So, die Quest ist abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch einen Gegner töten, den wir für eine andere Quest brauchen. Nämlich Chilius und dann noch Nagan und dann in die Höhle. Hallo, wo bist denn du? Ah, wir sind unten dran. Stimmt. Sind wir hier oben rechts. Sprengmeisters. Als wenn Blendgranate. Man muss wahrscheinlich noch ein bisschen nachher ausruhen, bevor ich da noch Lost Epoch und Minecraft mache. Ja, Minecraft mache ich wahrscheinlich auch nicht. Ah ja, SimCity, weil die Videos so gut ankommen, mache ich SimCity 4 weiter. Oder ja, beginne neu, sozusagen. Habe ich schon lange nicht gemacht, das Video sicher 2 oder 3 Jahre alt. Ich glaube, es ist 2007 gewesen, also 3 Jahre, also 4 Jahre alt. Ja. Ich werde einfach auch wieder mehr auf die Aufrufe schauen, was ihr schauen wollt. Damit ich ein bisschen mehr vorwärts komme, sonst komme ich einfach kaum vorwärts. Die meisten Videos sind so 100 Aufrufe und dann freezen sie, weil die Videos nicht mehr so gefunden werden. Das ist einfach YouTube, oder? Also ihr müsst halt einfach Leute unterstützen, die YouTube-Videos machen. Sonst passiert da nichts bei YouTube. Dann werden immer die Großen noch weiterkommen, aber die Kleinen werden nie hochkommen. Wo ist jetzt der Boss? Kann doch nicht sein, dass der Boss jetzt da an einem Mantel oder ist da hier unten. Ja. Liegen zwischendurch ein bisschen warm. Also jetzt momentan macht Last Epoch und ja, Diablo 2 Snail mehr Spaß mir. Es ist eigentlich schon ziemlich immer motivierend. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen Kritik auf Grimtan schiebe, aber das Spiel ist einfach gerade momentan nicht so ausbalanciert, dass ich sagen kann, ja, mir gefällt das Spiel. Ich verstehe das ja, dass man nicht so gerne immer die ganze Zeit auf den Deckel bekommen möchte. Ja, ich bin ja kein Veteranenspieler, also, ja. Ja, die Spells werden eigentlich nicht direkt gecastet. Eigentlich sollten die direkt ausgelöst werden. Aber Blitz, mit Blitz irgendwie taktisch vorzugehen, geht leider nicht. Und der macht auch wieder mega Damage. Wieso, Grimdawn, habt ihr das gemacht? Great Entertainment. Wieso habt ihr das gemacht? Dass die Gegner jetzt so stark sind. Die Boss, die Sternengegner. Sind nicht so stark sein am Anfang. Ach ja. Ich will keinen Einhand. Ich muss unbedingt irgendwie defensiv sein, aber so stellen Träte sind nicht so über physischer Widerstand. Okay. Bin noch nie so gelangweilt gewesen, gerade in einem Game aus der Regnung. Aber im Regnum habe ich Motivation. Es ist jetzt gerade so ein bisschen schwer für mich. Wir müssen eventuell wieder auf normal stellen.
Ja, ja. Das Spiel ist eine harte Arbeit, weil es echt schwer ist. Wieso gibt es kein AOE, der mal ein bisschen Schaden macht bei dem Soldat Necromancer? Muss ich echt auf den zweiten Angriff gehen vom Necromancer, den AOE-Angriff? Bin mir nicht so Bock. Ich glaube, der macht Kultschaden, oder? Knochenernte. Ja, weniger Reichweite. Ne, ich mach den nicht rein. Also, was machen wir? Sensenschlag weiter ausbauen, Mann. Ich mach den mal auf Level 10 zuerst. So, da bist du der Dritte. Na, Ganya. Gleich Angriff, aha, noch ein Feuer-Aura. Der war ja schon, der war lange OP beim Dämon, beim Demolist. Ob der gleiche ist, ich glaube schon, oder ist es nur so Sand? Auf jeden Fall stark. Nahkämpfer haben halt immer Probleme bei Grimdan. Ich finde es doof, dass die Entwickler nicht die Nahkämpfer mal ein bisschen pushen. Ja, weil sie halt auch ziemlich OP werden am Schluss. Und die müssen das jetzt pushen. Also jetzt gehen wir wieder zurück zur Höhle. Die ist irgendwie... Oh, ist irgendwie hier... Die Höhle ist eher im Norden, also im Mandengebiet, die Höhle hier. Dann muss ich also hier oben irgendwo die Höhle haben. Hier links. So, Level 12 sollte dann bald Schuhe für uns verfügbar sein. Jetzt haben wir 23, also es geht nicht mehr gut nach oben. Naja, dann werden wir jetzt mal auf den zweiten Angriff gehen. Noch eine Ernte. Ja, aber dann haben wir zu wenig Mana. Sehr so für einen Intelligenzcharakter, Energiecharakter. Oder? Es ist 26 Energiekosten, wir haben 480. Ich muss eher hier auf Kampfform gehen. Ja. Gehen wir hier rauf, ja? Als nächstes. Immer nur ein Hund. Das Game ist einfach für mich zu anstrengend. Auch Path of Exile ist manchmal zu anstrengend im Endgame. Die Entwickler machen einfach nur für Profis das Game und nie für die Anfänger oder Spieler, die einfach ein bisschen leichteres Game wollen. Es ist immer so richtig hardcore. Ja, für viele ist es natürlich wichtig, dass sie so ein schweres Game wie möglich haben, aber für Leute wie ich, also ADHS und ja, nicht gerade die ganze Konzentration immer auf ein Spiel, ist es halt ein bisschen umständlich. Ja, die Gegner haben natürlich immer die Vorteile, dass sie so produziert werden vom Game, also erschaffen werden. Da kannst du natürlich immer Gebiete nicht machen, weil es zu schwer ist und so weiter. Zuerst die Items mal finden musst und so. So sind machen hat Games keinen Spaß. Okay. Ein bisschen Resi wenigstens.
Ja, Finesse und Geist brauchen wir ja nicht. Aber immer schauen, dass ihr Resis nehmt anstelle von ja, was ist jetzt hier drauf? Ein Raffinesse oder Geist. Da ist der Schein, sehr gut. Und er macht keinen Schaden. Wieso macht er keinen Schaden, dieser Angriff? Das ist ja mega schwach. Deshalb nutzt ihn ja niemand. Ja, eventuell müssen wir die Charakterklasse wechseln. Dann mache ich den Charakter so weit, wie wir jetzt sind. Einfach mit einer anderen Skillung. Das ist mir ein bisschen zu schwer, so im Nahkampf. Das ist auch nicht gutes Balancing. Ja, genau, ja, stimmt. Das Schrein der Monster beschwört. Ja, die machen auch viel Schaden. Es ist ein bisschen zu happig, also im nächsten Part hat wieder auf normal. Ja, ich weiß nicht, was ich nehmen soll für ein Charakter. Könnt ihr mir gerne ein paar Tipps geben, welche Charakter B gut ist. Aber die in Form sind nicht so gut. Die Beats in Form sind immer nur fürs Endgame. Finde ich ein bisschen doof. So, was gehen wir jetzt? Part weiter. Ja. Das kommt natürlich auch noch nicht so viel. Life Leech ist eher am Schluss. Ein paar Angriff, Zwillingsfangzähne. Hat nur 20%, aber immerhin 20% bei Angriff und nicht bei Tötung. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gehen wir noch kurz die Quest abgeben. Wenn ihr Lust habt natürlich, aber es ist natürlich keine Pflicht. Ich sag das einfach, weil ich natürlich dranbleibe. Okay, Rechtschaffen ist doch immer gut. Und ja. Aber es ist nirgends Pflicht, dass ich bin nicht abhängig von einem Netzwerk und Aufrufe oder von YouTube-Einnahmen abhängig. Das ist bei mir völlig freiwillig. Wenn ihr machen wollt, dann macht's. Aber gönnt mir auch ein bisschen eine Chance. Ist halt schwer, oder? Also es ist schwer, da besser zu werden auf YouTube, ohne richtig viel Werbung machen zu können oder müssen. Ja, da können wir dann benutzen. Okay, ja, Dankeschön für den Support. Tschüss.